liebe Partnerinnen und Partner des Diesterweg-Stipendiums für Kinder und ihre Eltern. Schmach über jeden, der nichts tut, weil er weiß, dass es andere gibt, die auch nichts tun. Das hat der deutsche Schulreformer Friedrich Adolf Wilhelm Diesterweg gesagt. Nach ihm wurde das Diesterweg-Stipendium benannt und eines ist gewiss. Sie waren damit nicht gemeint, denn Sie alle engagieren sich mit Herz und Verstand für die Kinder und ihre Familien, die Teil des Diesterweg-Stipendium-Programmes sind. 2008 von der Polytechnischen Gesellschaft und ihren Partnern in Frankfurt gegründet, wurde die Idee des Diesterweg-Stipendiums seit 2011 auch von anderen Kommunen aufgegriffen und wird mittlerweile an 13 Standorten durchgeführt. Bis Ende 2020 wurden auf diese Art weit über 600 Familien begleitet. Diese Zahlen allein sprechen schon für sich und dass sie nicht trügen, davon habe ich mich 2018 selbst überzeugen dürfen. Damals habe ich in Frankfurt Familien aus dem Diesterweg-Programm kennenlernen dürfen und schon da hat mich der ganzheitliche Ansatz überzeugt. Es ist richtig und wichtig, Kinder gezielt zu fördern, die ein großes Potenzial haben. Sie geben ihnen Chancen und Möglichkeiten, die ihnen ansonsten womöglich verwehrt blieben. Noch erfolgversprechender und auch weitsichtiger finde ich, dass durch das Stipendium die ganze Familie mitgenommen wird. Eltern werden zu Bildungsbegleitern und leisten somit selbst einen wichtigen Beitrag zum Erfolg ihres Kindes. Sie sind aktiver Teil der Förderung und werden nicht ausgeschlossen. Nicht nur den Kindern wird zu größere Teilhabe ermöglicht, sondern auch den Eltern und sogar den Geschwistern. Dadurch kann die ganze Familie ihr Selbstwertgefühl und ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit stärken. Dieser Ansatz ist nicht nur ganzheitlich, er ist vor allem auch nachhaltig. Dass das Programm so gut läuft, ist vor allem Ihnen zu verdanken. Sie setzen sich für diese Familien ein und tauschen sich regelmäßig über ihre Erfahrungen, über ihre eigenen Standorte hinweg aus, so wie heute. Der heutige Standorttag steht dabei unter der Überschrift Begegnungs- und Betreuungskonzepte analog, digital, hybrid, was funktioniert? Auch Ihnen hat die Pandemie die Arbeit sehr erschwert. Aber statt den Kopf in den Sand zu stecken, haben Sie angepackt. Sie haben sich neue digitale und hybride Konzepte und neue Formate überlegt, wie Sie trotz allem für Ihre Familien da sein können. Wie sich das genau ausgestaltet, mag von Standort zu Standort unterschiedlich gewesen sein. Einige konnten ihren Familien eigene digitale Endgeräte zur Verfügung stellen, andere haben die Sprach- und Leseförderung sowie Rechtschreib- und Computerkurse ins Digitale verlagert. Aber Fakt ist, sie alle haben alles getan, um ihre Familien weiter zu unterstützen und kompetent zu begleiten, und zwar alle Familienmitglieder, auch die Eltern und die Geschwister. Dafür, für ihre Ideen, ihre Tatkraft und ihren Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen, verdienen Sie unser aller Respekt und unsere Wertschätzung. Denn gerade jetzt ist die gezielte Förderung von wirklich allen Kindern wichtiger denn je. Denn es zeigt sich bereits, die Bildungsschere öffnet sich weiter als je zuvor. Wir können und dürfen es uns gerade in diesen Zeiten nicht leisten, auch nur ein Kind zurückzulassen. Kinder sind unsere Zukunft und jedes Kind hat das Recht auf einen gleichberechtigten Zugang zur Bildung. Für Ihren so großen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in unserem Land danke ich Ihnen daher von Herzen. Ich wünsche Ihnen nun einen fruchtbaren Austausch und einen für Sie und am Ende auch für uns bereichernden Standorttag. Vielen Dank.